So now I got these voices. Now I got these voices in my head, baby. I can focus. Feels like I've been hypnotized. Now I'm terrified of losing you. Touching your body, but feeling like I'm all alone. You don't seem to want me, even though you told me so. And baby, I wonder if we should just go separate ways. We could start. Tada! Hello Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Hallo! Bonjour! Oh Gott, wir sind gerade im Auto, offensichtlich. Und ich sehe gerade irgendwie aus wie so eine ganz komische... Ich sag's jetzt nicht. Was grinst denn jetzt? Ich weiß nicht, was du gedacht hast. Weiß auch nicht. Wir sind gerade offensichtlich im Auto auf dem Weg zu Joey. Und Poppy. Und Poppy. Denn Joey hat gestern seinen neuen Hund bekommen und wir werden da jetzt hinfahren und uns seinen neuen Hund angucken. Also wir fahren nicht nur deshalb dahin. Aber würden wir natürlich auch. Ja. Die Zeit würde ich es auch machen. Genau, wir fahren da jetzt hin. Nicht nur deshalb, sondern noch aus einem anderen Grund, den ich euch jetzt glaube ich noch nicht sagen kann. Das ist glaube ich auch richtig hart laut im Hintergrund. Übrigens habe ich auch noch eine neue Vlog-Kamera, die ich jetzt gerade das erste Mal ausprobiere. Also schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr den Ton findet, wie ihr das Bild findet, ob ihr denkt, es sieht besser aus als vorher, ob ihr denkt, es sieht schlechter aus oder ob ihr überhaupt keinen Unterschied seht, weil ich glaube, das Bild ist nicht mehr so weitwinklig, wie es bei meiner anderen Kamera war. Aber da sieht es jetzt gerade so aus zumindest, als wäre es irgendwie eine bessere Qualität. Ich fand nämlich meine Vlog-Kamera, also meine alte, hat irgendwie so ein matschiges Bild gemacht. Die war halt auch schon ziemlich alt und sehr mitgenommen. Und jetzt habe ich mir eine gekauft, die jetzt gerade erst rausgekommen ist, die sogar extra fürs Vloggen sein soll. Aber ich habe ein altes Objektiv drauf gemacht, deswegen... glaube ich, dass das Bild irgendwie trotzdem ein bisschen matschig ist. Aber ich probiere das jetzt erstmal aus. Der ganze Kameratalk interessiert euch wahrscheinlich sowieso nicht. Achtung, ich bremse gleich. Ah, okay. Jedenfalls bin ich richtig, richtig aufgeregt auf Joeys Hund. Der redet da schon seit Monaten von. Selbst bevor überhaupt klar war, dass sie einen Hund bekommen und welchen Hund, war ich schon so richtig... Also ich habe schon Bilder gesehen und die sieht so unglaublich süß aus. Die ist halt irgendwie noch 12 Wochen alt oder so. Also gerade erst rausgeflutscht und so richtig, richtig süß. Freust du dich auch sehr? Ich freue mich maximal. Also ich bin richtig aufgeregt. Ich bin ganz begeistert von meiner Frisur gerade. Du immer mit deiner Frisur. Das ja, sieht das doch super aus. Ne? Das ist überhaupt kein Problemchen. Die ist toll. Wow. Hallo! Wird direkt wieder gefilmt hier, oder was? Ja, wofür bin ich denn hier? Ich habe mich nicht mal schön gemacht. Ach, ich finde, das sieht immer toll aus. Ich habe einen Fleck auf... Oh, ja, einen kleinen. Das ist ein Fettfleck. Nein, war nur Spaß. Oh mein Gott. Sie ist gerade richtig müde. Oh mein Gott, ist die süß. Die ist so klein, oder? Oh mein Gott, ist die klein. Die ist ja mini. Jetzt ist sie aufgewacht. Nee, Papi. Kann vielleicht ein bisschen dauern, bis sie rauskommt, weil sie gerade erst aufgewacht ist. Oh mein Gott, ist die süß. Die ist ja mini. Super sweet, ne? Oh, hallo. Oh mein Gott. Aber wie groß wird die denn? So? Die wird nicht so viel größer. Also ja, doch ein bisschen. Aber die ist ja schon ganz klein. Sie ist mini klein, ne? Sie sieht wirklich aus wie eine kleine Maus. Oh mein Gott. Wie süß die einfach ist. Oder? Oh mein Gott. Hallo. Oh, erstmal strecken. Ach du Scheiße. Aber sie mag dich. Oha, echt? Ich habe gerade so überlegt, sie hat wahrscheinlich noch nie eine Frauenstimme gehört. Stimmt, die war ja auch von Männern. Ihre Züchter sind schwul, ihre Hälter sind schwul. Aber war Emmy nicht dabei? Nee, Emmy war nicht dabei. Wir haben sie vorher rausgeschmissen am Zug. Sie ist wirklich eine ganz zutrauliche. Sag mal, was machst denn du da unten? Ein bisschen anders als bei den beiden, hä? Oh yeah. Eigentlich wollte ich euch das Essen filmen, wenn wir es bekommen. Ja, es sieht jetzt schon so aus. Es war mal hübsch, ich schwöre. So wie du. Dann mach nochmal. Nee, ich kann das nicht. Ich muss üben. Wir üben noch eine halbe Stunde und dann kriegt ihr gleich einen perfekten Zwinkerer. Zwinkerer. Es wird richtig elegant. Okay, jetzt filme ich das Essen zuerst. Der Herr hier, der hat natürlich einen Salat, wie sich das für ihn auch gehört. Und ich habe eine Pizza. Und guck mal, wie geil die aussieht. Und das Krasseste ist, dass die Pizza auch noch O-Julia-Pizza heißt. Das heißt, nicht nur der Laden heißt so, sondern auch die Pizza, die ich haben wollte. Das heißt, quasi gehört der Laden eigentlich mir. Kannst du zum So, wir sind jetzt fertig mit Essen. Was it so delicious? So delicious. Oh, so delicious. Mein Bauch ist jetzt so dezent komplett voll, obwohl ich... Naja, ich habe eine Pizza gegessen. Obwohl, nee, ich hab ja du hast auch noch ein Drittel gegessen. Ich habe eigentlich nur so 2 Drittel von dieser Pizza gegessen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich platze gleich. Wir laufen jetzt auf jeden Fall nach Hause. Muss man hier drin eine Maske tragen? Nö. Nein. Also keine Ahnung, aber trägt kein anderer. Dann wohl nicht. Und da war kein Schild. Es ist so verwirrend, ich weiß überhaupt nicht mehr, wann man wie eine Maske tragen muss oder nicht. Auch am Set heute war es wieder das Gleiche. So, 3 Leute hatten eine auf und der Rest einfach nicht. Und ich denke mir immer so... Do I not? What do I do now? Wir laufen jetzt auf jeden Fall erstmal nach Hause und da kommen Leute. Deswegen ist es unangenehm, ich höre jetzt zu filmen. Tschüss! Good morning, Leute. It's a new day und ich habe mir heute ein Projekt gesetzt für den Morgen und zwar ein aufwendiges Projekt, würde ich sagen, und zwar mein Ankleidezimmer. Denn guckt euch das bitte mal an, wie es hier aussieht. Es sieht so schlimm aus. Ich glaube, man kann das gar nicht so richtig erkennen. Hier liegen unfassbar viele Klamotten auf dem Boden. Hier oben ist alles voll mit Sachen. Über diesen Tisch hier wollen wir eigentlich gar nicht erst reden, würde ich sagen. Da in der Ecke liegt auch Kram, da liegt Kram. Es liegt einfach überall irgendwas. Also der Rest meiner Wohnung ist tatsächlich eigentlich relativ aufgeräumt, sage ich jetzt mal. Also auch nicht ultra aufgeräumt, weil Jana gestern Abend um 0:20 Uhr noch Nudeln gemacht hat und ich schon im Bett lag und so halb weggepennt bin und es nicht mehr ausgehalten habe. Beziehungsweise ich bin einfach eingeschlafen. Ich habe es wirklich versucht, wach zu bleiben. Aber hier drinnen ist es wirklich richtig extrem. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch für eine Timelapse mit, damit ich es auch wirklich mache und damit ich es auch wirklich richtig ordentlich mache. Also ihr seid jetzt quasi meine Motivation, dass das hier passieren wird. Und falls irgendjemand von euch jetzt gerade auf sein Zimmer relaten kann, Leute, heute ist der Tag. Ihr solltet mal aufräumen. Ich mach's auch und wenn ich es schon auf die Reihe kriege aufzuräumen, also das werden wir gleich sehen, dann schaffst du das auch, Freundchen. Du da hinter der Kamera gerade, ne? Beziehungsweise vorm Bildschirm. Hinter der Kamera ist gerade keiner. Also ich räume jetzt auf und ich hoffe, ich kann euch eine kleine Motivation sein, das vielleicht auch zu tun, wenn es bei euch nötig ist. Bei mir ist es definitiv nötig. But feeling like I'm all alone, you don't seem to want me, even though you told me so. And baby, I wonder if we should just go separate ways. We could start over. Alright, Leute, ich bin noch lange nicht fertig, beziehungsweise ich bin schon relativ weit gekommen, muss man sagen, aber ich bin noch nicht fertig. Das wird noch so viel länger dauern, aber ich gehe jetzt gleich mit meiner Familie. Ich weiß gar nicht, wo wir hingehen. Ich glaube, die wollten irgendwo hinfahren, um mit Luna zu gehen und dann noch irgendwas essen zu gehen. Und deswegen habe ich jetzt keine Zeit mehr weiterzumachen und muss mich fertig machen, weil ich sehe einfach so schlimm aus. So kann ich nirgendwo hingehen. Ich bin auch so geschwitzt und fühle mich so eklig. Also ich muss auf jeden Fall noch duschen gehen. Aber ich zeige euch jetzt mal meinen Progress. Tada! Okay, das sieht jetzt hässlich aus. Das ist mein Kulturbeutel. Aber guckt mal, wie sauber und frisch einfach mein Schminktisch ist. Dann hier. Es sieht so krank viel sauberer aus. Der Boden ist einfach frei. Allerdings habe ich den Haufen da hinten jetzt gerade nicht mehr hingekriegt und erstmal hier oben in den Wäschekorb getan, damit ich den noch später machen kann. Hier liegt noch alles rum und hier liegt auch noch alles rum drin, aber immerhin der Boden ist schon mal frei. Das ist komplett sauber und das ist auch komplett sauber und geputzt. Irgendwann muss ich mir auf jeden Fall noch dieses Schuhregal hier vornehmen und ich will auch noch richtig ausmisten, weil ich habe so viele Klamotten, die ich einfach nicht anziehe. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal sehr stolz auf mich. Ich werde jetzt noch den Boden saugen und dann werde ich mich schminken und dann fühle ich mich auf jeden Fall schon mal sehr viel wohler hier drin. Es war nämlich echt unangenehm. Alright Leute, ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Wenn dem so ist, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Was mache ich hier gerade? What the fuck sind das für Laute, die aus meinem Mund kommen, wenn ich was verkacke? Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr die neue Kamera besser findet. Ich habe übrigens rausgefunden, dass ich nur eine falsche Einstellung hatte und es doch wesentlich weitwinkliger funktioniert. Das heißt, da ist doch kein Unterschied zur alten Kamera. Ich habe das Gefühl, dass es wesentlich schärfer ist und wesentlich besser und dass der Ton auch besser ist. Schreibt mir mal eure Gedanken dazu, falls ihr irgendwelche habt und falls es euch irgendwie überhaupt interessiert. Falls nicht, freut es mich trotzdem, dass ihr euch den Vlog bis zum Ende angeschaut habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssi! Peace.